Es ist wieder Bastelzeit. Hallo, ich bin Tanja Hausmann und das ist meine Kreativshow der Krähler. Hier geht es rund ums Basteln und Gestalten. Und ja, wir haben wieder eine Challenge zusammen laufen. 30 Tage lang zusammen basteln. Und heute haben wir den zweiten Tag. Und zwar geht es heute wieder mal mit Papierbasteln weiter. Wir haben beim ersten Tag eine Karte gebastelt und heute basteln wir wieder eine Karte. Und zwar heute wird es eine Karte zum Valentinstag oder ja, wir haben auch irgendwann mal wieder Muttertag. Also ihr könnt es einfach dann eine Karte machen für einen eurer Lieblingspersonen. Ja, wie heißt überhaupt die Challenge? Sie heißt, verwende, was du hast. Also schauen wir jetzt mal in unsere Kisten und auch in unsere Papierreste vielleicht, was wir denn noch so alles finden. Und dann legen wir zusammen los. Ja, als erstes schaue ich einmal hier, ich habe noch so Restpapier in diesem Block und den will ich mal so langsam verbasteln. Und da schneide ich mir jetzt erstmal das Papier auf 7 cm Breite und 10 cm Länge. Das mache ich zweimal, da ich zwei Karten basteln möchte. Ja, das Papier sieht aus wie so ein College-Block oder ja, einfach kariertes Papier könnt ihr natürlich alternativ auch machen, wenn ihr jetzt nicht so dieses Designpapier habt. Und da könnt ihr jetzt einfach mit diesen kleinen Kästchen irgendwelche Schriften machen, ein bisschen pixelig machen. Ich habe das jetzt nicht vorgearbeitet und ich habe jetzt einfach intuitiv aus dem Bauch das einfach gestaltet. Und ja, aber es passte eigenermaßen dahin. Und das E habe ich da so ein bisschen nach rechts versetzt und sieht ein bisschen modern aus. Und das gefällt mir eigentlich so. Und ja, als nächstes habe ich jetzt bei der zweiten Blatt habe ich dann jetzt einfach nochmal auch wieder diese Technik benutzt und habe mir einfach wieder irgendwas überlegt, was ich jetzt da hinschreiben möchte. Und fand natürlich für dich irgendwie passend. Jetzt klebe ich das Ganze mit doppelseitigen Kleberolle auf. Da kannst du alternativ natürlich auch einen Prittstift oder so nehmen. Nimm das da, was du zu Hause hast. Das klebe ich jetzt auf eine A6 Doppelkarte. Natürlich kannst du auch andere Texte wählen. Schreibe das hin, was du möchtest. Als nächstes, weil es soll ja eine Valentinstag- oder eine Muttertagskarte werden, nehme ich jetzt natürlich meinen Herzlocher und loche ein paar Herzchen aus. Das ist jetzt das passende Rot, wie auch die Doppelkarte. Die Herzchen klebe ich jetzt mit 3D-Pads 1 mm auf. Da das Ganze aber noch ein bisschen nackig ist, möchte ich natürlich das auch noch mal ein bisschen verzieren. Deswegen nehme ich da diese Halbperlen in Weiß und klebe die auch noch mal auf meine Herzchen. Und schon habe ich meine ganz einfache, kinderleichte Karte fertig. Das kann man auch super toll mit Kindern basteln oder mit älteren Herrschaften, die vielleicht nicht mehr so gut basteln können. Das war's für heute. Ich sage Tschüss, bleib gesund, deine Tanja.